Herzlich willkommen auf dem Age of Aquarius YouTube-Kanal auf meiner Frequenz Ariamilos Frequency. Tarotbotschaft jetzt für einen bestimmten Menschen. Und ich beginne jetzt mit der Tarotbotschaft für dich, mit dem Wandering Star Tarot Deck, okay? Jetzt zu deinem höchsten Wohl. Was ist für dich bestimmt? Was möchte dich jetzt erreichen? Tarotbotschaft jetzt für dich. Tarotbotschaft jetzt für dich. Was ist jetzt für dich bestimmt? Ich ziehe drei Karten. Einmal die Energie der Gegenwart jetzt für dich, dann die Energie, aus der du kommst, und die Energie für die Tendenz. Und das ist auch ein bisschen die Energie, so, die man in einem Tipp zusammenfassen könnte jetzt, was du dir vor Augen führen darfst, was du dir in den Sinn rufen darfst. Drei Karten jetzt für dich. Jetzt Tarot und Lichtbotschaft für dich. Die Energie, aus der du kommst. Die Sonne, Licht, Leben und Energie, okay. Die Energie, aus der du kommst, Licht und Leben, die Sonne, okay. Etwas, das passiert ist, was auf einmal den ganzen Fokus eingenommen hat. Die Energie von, das ist jetzt richtig, richtig wichtig und nichts anderes hat vielleicht mal eine Bedeutung. Eine Situation, die neu so den Mittelpunkt im Leben vielleicht auch bekommen hat. Und die Sonne an sich ist eine sehr heitere Energie, es ist eine freudige Energie, es ist eine lebendige Kraft, und mit dem ganzen Feuer und der Herzensenergie ist es jetzt auch so vielleicht die Energie des Egos auf eine Art. Und obwohl die Sonnenenergie auch so, die steht in Verbindung mit dem inneren Kind, und es ist so, es ist eine glückliche Karte, okay, es geht auch um Glück allgemein, wie Glück empfunden wird und so, die ganze, halt die ganze freudige Energie, okay, es ist auch Sakralchakra-Energie, Solarplexuskraft, was möchtest du, wie fühlst du dich stark, wie sehr stehst du zu dir selbst, all diese Energie. Und so im ersten Augenblick ist es so eine positive Kraft, okay, als ich die Sonne jetzt hier gesehen habe, habe ich aber so ein bisschen so, oh, so. Ich habe das Gefühl, es handelt sich hier um eine Situation, in der das Ego eine Rolle spielt. Auf eine Art wahrscheinlich auch die Auflösung des Egos. Und hier neu das Zentrum wahrnehmen, das Zentrum in dir selbst, das Zentrum, um das du dich vielleicht bewegst oder um das sich dein Leben dreht. Vielleicht auch eine neue Rolle in deinem Leben oder auch allgemein jetzt einfach die Herzenskraft. Und ich kläre die Karten. Ich bin gespannt, diese Sonne gleich zu klären, was diese Sonne für dich bedeutet. Auf jeden Fall ging es hier heiß zu. Und irgendjemand, auch der Gesichtsausdruck der Frau auf diesem Bild, ist so ein bisschen nichtssagend. Also es ist so, als hätte man hier einen Schritt zurückgenommen und muss diese Situation erstmal verstehen und realisieren. Vielleicht möchte man hier auch nicht zu nah, oder wollte man in der Verbindung nicht zu nah mit etwas oder jemandem in Verbindung treten, weil hier die Gefahr auf eine Art bestand, dass man sich vielleicht verbrennt, okay? Etwas, das vielleicht zu heiß war, zu groß war oder auf eine Art irgendwie sowas. Okay, gegenwärtige Situation, die 5 der Schwerter. Aufruhr, Konflikt, Verlust, Selbstsabotage, die 5 der Schwerter, die Veränderung jetzt im Geist, diese Situation ganz zu realisieren. In der Vergangenheit stand eine Situation hier stark mit der ultimativen Freude in Verbindung gestanden zu haben, und gegenwärtig ist es die Energie von, okay, jetzt verändert sich etwas und ich bin jetzt auch an dem Punkt zu realisieren, dass ich mich auch auf eine Art verändern muss, wenn ich in ein neues Leben oder in eine neue Welt schreiten möchte, die auch verändert ist. Es ist jetzt hier also auch die Energie im Raum von der Veränderung, die passiert, und wie das
Ego sich jetzt vielleicht auch verändern muss, um mit dieser Veränderung irgendwie auf eine Art mitzuhalten oder hier im Fluss zu bleiben. Es geht also jetzt auch um Hingabe. Und mit den 5 Schwertern scheint es gegenwartsorientiert auch die Energie zu sein, der Vorsicht und der irgendeine Art von Verhinderung, okay? Vielleicht hier auch auf eine Art die Angst, die im Raum ist, dass etwas verhindert werden muss oder dass etwas irgendwie in den Weg gekommen ist, okay? Was ist die Tendenz, beziehungsweise so das jetzt hier, die prickelnde Energie der Zukunft? Die 8 der Stäbe. Okay, Kommunikation und Aktion, gezielte Energie, genau so schreitet man voran. Das ist eine schöne Kraft jetzt für dich zu sehen. Es ist nämlich auch Entschlossenheit. Du scheinst hier also auf geistiger Ebene neu Entschlossenheit zu fassen und auch Verständnis aufzuweisen für dein eigenes Selbst mit der Sonne, dein Mittelpunkt und dein Zentrum neu und inwieweit jetzt eine gewisse Situation, ein gewisser Mensch für einige, für die meisten ist es, glaube ich, eher eine Situation oder eine, es kann auch um eine Wahrheit gehen mit den 5 der Schwertern, hier auch so die Schlange um das eine Ass der Schwerter in der Mitte drumherum mit den 4 Schwertern im Hintergrund, gibt mir jetzt auch die Energie von einer Wahrheit, die vielleicht mit einer Lüge in Verbundenheit stand, auch mit der Sonne, wo ich erstmal so war, so, okay, was ist das für eine Sonne? Und dann die 8 Stäbe, man scheint hier diese Situation regeln zu können. Es sind gute Aussichten, diese Situation zu regeln. Es braucht jetzt Entschlossenheit beider Seiten oder einer Seite und hier auch dieses... Ich kann jetzt voranschreiten, ich möchte voranschreiten und ich bin auch bereit, mich zu verändern. Und das ist auf eine große Art oder hauptsächlich jetzt auch so die Sache der Perspektive, die man sich jetzt neu, die man vielleicht einfach auch neu realisiert. Auf jeden Fall, um hier auf das Ass der Schwerter mit der Schlange drauf zurückzukommen, scheint es mir auch so, was auch immer neu ans Licht gekommen ist oder was auch immer vielleicht so in der Dunkelheit passiert ist, was so lange im Schatten versucht wurde zu halten, ist jetzt so erstmal ruhen, okay, 4 der Schwerter im Hintergrund, damit hier, ich habe das Gefühl, die Schlange zieht gerade hier so um dieses Schwert und sie geht ihren Weg weiter und die Wahrheit bleibt dann bestanden und dann ist es auch so wie die Neuanordnung oder dass etwas vorübergegangen ist, dass sich jetzt der Veränderung, die auch so jetzt in der eigenen Verantwortung steht, passiert. 8 der Stäbe. Okay, ich bin gespannt, diese Energien jetzt zu klären. Also ich kläre erstmal die Sonnenenergie, okay? Also was ist das für eine Sonne für dich? Was ist diese Situation, aus der du kommst? In Verbindung mit Freude, in Verbindung mit Glückseligkeit, in Verbindung mit dem, was dich im Leben wirklich bewegt und was du im Leben auch bewegen möchtest. Es ist tiefgreifend und gleichzeitig ist es auch oberflächlich, okay? Die Sonne, das ist auch so, es kann auch alltäglich sein. Es ist etwas oder jemand, der vielleicht auch immer da ist. Und vielleicht ist es auch die Energie, dass man hier jemanden mit der Sonne so... Ich glaube, es ist die Energie, die jetzt präsent war hier, dass man jemanden, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber es ist dieses, wenn man so denkt, dieser Mensch ist eh immer da, aber dann ist dieser Mensch irgendwann nicht mehr da. Also wie man jemanden so auf die leichte Schulter genommen hat. Nein, wie man jemanden so for granted genommen hat. Wie man jemanden nicht ganz wertgeschätzt hat, auch auf eine Art. Und so... für selbstverständlich. So irgendjemand, vielleicht jemand hier, den du für selbstverständlich gehalten hast oder etwas, das du für selbstverständlich gehalten hast mit diesem Menschen und jetzt scheint es sich irgendwie anders bewiesen zu haben oder irgendetwas ist hier vorgefallen. Hier scheint eine große Veränderung zu passieren und ich sehe, dass sich jemand noch davor weigert, eine bestimmte Wahrheit ganz anzuerkennen, okay? Es ist starke Löwe-Energie im Raum, für alle, für die es relevant ist. Zusammenhänge. Okay, Vorsicht. So. Die Sonne. Zeig mir die Sonne für diesen Menschen. Jetzt bestimmte Botschaft. Zeig mir die Sonne. Zeig mir die Sonne. Zeig mir die Sonne für diesen Menschen. Okay. Oh, da sind viele gefallen. Ich glaube auch die 8 oder die 9 der Schwerter. Okay, die 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter
die drei der Stäbe, der Stern und die Welt. Also es sind jetzt zwei Gegensätze. Die Sonne und der Stern, wenn ich die zusammen sehe im Tarot, dann noch mit der Welt zusammen. Gegenwartsorientiert, die fünf Schwerter. Es ist klar, warum die Situation vielleicht gerade so starr auf eine Art aussieht. Oder auch so aussieht, als wäre es so richtig, einfach richtig schwierig, richtig knifflig, unangenehm. Es ist schwer, das jetzt zu verstehen. Es ist schwer, das jetzt zu realisieren. Es ist vor allem auch schwer, sich den eigenen Willen in der Situation neu klar zu machen und auch jetzt Entschlossenheit zu beweisen, voranzuschreiten. Denn hier passiert nichts, solange man sich nicht dazu entscheidet, hier entweder zu ruhen oder jetzt hier schon den nächsten Schritt weiterzugehen. Und wie gesagt, hier mit dem Ast der Schwerter, wo die Schlange noch gerade rumkreist, ist es so eine Situation, wo Ruhe gefragt ist und Ruhe gebraucht ist, um hier wahrscheinlich auch das Feuer zu bändigen, okay? Die Sonne und der Stern, okay, im Tarot, zwei Gegensätze, okay, die jetzt hier aneinander prallen. Vielleicht auch so magnetische Pole, die Gegenteil, also so orientiert sind, dass sie sich anziehen. Hier, 9 der Schwerter, die Erkenntnis, Stress, Frust, so eine Wahrheit, die einen auch trifft, wo man die vielleicht unerwartet kam, etwas vielleicht auch so, das mitten in der Nacht passiert ist, etwas, was einem auf jeden Fall Stress bereitet, was einem auf eine Art auch Kummer bereitet und wo man jetzt selbst gefragt ist auch, diese Energie für sich selbst jetzt zu bändigen. Da kommen wir zurück zum Bändigen, denn es ist jetzt auch die Konfrontation auf eine Art mit einer Wahrheit, die du gesehen hast oder die du erfahren hast, okay? Und hier mit den drei Stäben scheint es auch in der Verbindung damit zu sein, auch hier mit den Karten, mit Hoffnungen und Wünschen. Der Stern darauf ist auch eine Energie der Hoffnung, der Sehnsucht und der Wünsche. Und mit der Welt ist es hier diese Energie des Abschlusses. Irgendein Zyklus, in der man eine Sache vielleicht unklar gesehen hat oder an der man einen Menschen vielleicht an einen sehr hohen so Pranger gestellt hat, scheint hier beendet worden zu sein. Oder hier ist nochmal so eine abschließende Energie von dem, was du erfahren hast, dass sich hier irgendetwas neu bewiesen hat. Und es scheint jetzt auch noch weiter hier im Zusammenhang zu stehen mit dieser Reise, auf der du bist. Reise jetzt in diesem Rahmen so die Reise deines Lebens, so wie du dein Leben aktuell lebst, scheinen hier neue Perspektiven die Sonne, die Energie, aus der du kommst, mit der Reise, auf der du bist, jetzt auf dem Leben. Ich sehe, dass es wichtig ist, jetzt auf eine Art eine Vogelperspektive einzunehmen und die Situation auf das große Ganze zu betrachten, gleichzeitig auch dabei zu bleiben, wie es jetzt aktuell momentan wirklich ist. Einiges muss geplant werden, das ist richtig und das scheinst du hier auch so gegenwärtig versuchen und verstehen zu wollen, auch von der anderen Seite, der anderen Perspektive. Gleichzeitig gibt es hier vieles, wo man jetzt auf eine Art ganz langsam das am besten angeht und hier in sich erstmal neu das Ego auf eine Art heilt. Kann man das Ego heilen oder wie sagt man das? Was ist so? Hier ist eine Wunde in der Sonne im Mittelpunkt, also auch der Mittelpunkt für dich jetzt. Und es gibt einige Schritte, die gemacht werden müssten, bewusste Entscheidungen, die du treffen musst. Und es ist wichtig, sich jetzt vielleicht auf so eine gesunde Art und Weise zu distanzieren von dem, von der Angehensweise für diese Situation, dass es jetzt nur einen richtigen Weg gibt. Und ich glaube, es geht auch jetzt ganz stark darum, dass so Grundprinzipien von sich selbst in Verbindung auch mit dem Ego sich jetzt neu beweisen oder durchstellen und jetzt auch irgendwie eine neue Formulierung, was ich jetzt gerade im Sinn habe, Formulierung wie so ein Alchemist, wenn so Formeln entstehen und wenn so verschiedene so Teilchen so zusammenkommen. Es ist jetzt so eine neue Formulierung, eine neue so Erschaffung, ein neues Schaffen für dich jetzt. Die Kraft, die du selbst
wirklich hast in der Situation, neu jetzt anzunehmen und auf eine Art abzuschließen mit dem ersten Punkt, okay, einige Hoffnungen, die hier gebrochen wurden, gleichzeitig auch auf dem Sternweg in der Sonne immer noch, dass es hier weitergeht. Also es geht weiter und es ist jetzt an dir selbst, diese Wahrheit oder diese Konfrontation neu mit dem Wissen, was du jetzt hast, anzugehen, während noch sich anscheinend hier auch ein bisschen noch was verändert, okay? Die Situation, aus der du kommst, etwas, mit dem du nicht gerechnet hast, und ein Mensch in Gleichgültigkeit und gleichzeitig auch unglaublich viel Leidenschaft und Kraft. Okay? Also ich sehe, dass hier, es kannst auch du sein, hier scheint ein Mensch sehr viel Kraft aufzuzeigen, aufzuweisen, die Sonne und der Stern mit der Welt auch zusammen. Und es ist hier, glaube ich, auch so, als wäre man von einem Pol zum anderen Pol hier irgendwie verwandelt, als würde sich vielleicht auch jemand so, es ist die Entwicklung mit der Welt auch in einer neuen Kraft und dass ein großer Zyklus gelernt wurde hier, auch in Bezug auf das Miteinander, wenn vielleicht ein Mensch so ist und ein Mensch ganz anders ist und hier etwas jemanden verbindet und es muss sich jetzt hier nicht um die Liebe handeln, vielleicht handelt es sich um viele um die Liebe, ich glaube, es geht aber viel mehr noch um dieses mit der Welt, es ist so zwei Menschen, die sich so ein Leben lang schon begegnen. Zwei Menschen, die sich ein Leben lang kennen. Und hier anscheinend auch neu lernen und mitbekommen, neu lernen und mitbekommen. Mitbekommen was von der Welt? Vielleicht hier neuen Zugang zu etwas erlangen und auch neu etwas verstehen, wie oder wer jemand vielleicht wirklich ist oder wer jemand vielleicht nie sein kann. Vielleicht das, was du in diesem Menschen siehst oder brauchst, neu in dir selbst erkennen. Okay, die 5-Schwerter-Energie, okay, gegenwartsorientiert, so. Was ist das hier in der Verbindung mit dem, was sich verändert? Was ist das hier in der Verbindung mit dem, was kaputt gegangen ist? Kann man das noch reparieren? Und wo ist hier diese Heilung, die stattfindet, auch mit der Schlange um die Wahrheit herum? So, 1, 2, 3, 8 Sterne, 8 Schwerter hier. Also auch in Verbindung mit den Sternen, die man sich hier vielleicht nimmt. Vielleicht war jemand lange abwesend, jemand schien lange unzugänglich und gleichzeitig hat etwas stattgefunden und jetzt ist vieles so neu auf die Probe gestellt. Man kann viel reden, aber jetzt kommt es auf die Taten an. Dinge sind eventuell schon passiert, auch mit einigen Dingen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, aber gleichzeitig immer noch eine Wirkung auf jetzt haben. Und jetzt geht es darum, hier auch neu sich vielleicht, ne, mit dieser Distanz und der neuen Perspektive, die man jetzt selbst erschaffen kann, neu auf die Situation mit der Sonne auch, was ist mir das wirklich wert, inwieweit und auch zu erkennen, wann es wirklich in Verbundenheit steht mit allem im Leben, mit den Wünschen im Leben und dann auch jetzt neu das Wissen anzuwenden und zu sehen und sich zu öffnen hier auch, vielleicht auf neuer Ebene, aus geistiger Perspektive neu zu realisieren, dass es vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf diese Begebenheit gibt. Wie gesagt, das Ego, wozu es gut ist, wozu es nicht gut ist, was es schützt. 5 der Schwerter. Zeig mir die 5 der Schwerter gegenwartsorientiert jetzt für dieses Herz. Die 5 der Schwerter jetzt. Okay. 5 der Schwerter einmal bitte. Zeig mir die 5 der Schwerter. Ich nehme Beete wahr. Ha. 9 der Münzen. Gerechtigkeit hier, okay. Hier ist das 6. Schwert von dem, wie ich meinte, wie es weitergeht. Okay. Gegenwartsorientiert.
Ass der Kelche, das ist neue Liebe, Page der Kelche, das ist frische Liebe, das ist auch auf eine Art junge Liebe, das ist auch auf eine Art Sensibilität und Verletzlichkeit. Vielleicht auch jetzt der wesentlich springende Punkt in der Perspektive, die gegenwärtig vertreten wird, jetzt neu in dem, was ist mein Bedürfnis wirklich daraus und warum, was ist der springende Punkt in dem, was es alles in mir auslöst und warum hier vielleicht so eine Welt Kopf steht, okay? Denn mit der Gerechtigkeit geht es hier um mehr als nur so eine Begebenheit im Leben. Es scheint hier in Verbindung zu sein mit einem spirituellen Learning, mit einer Lesson, okay? Eine Lehre, die dir das Leben aufgibt und die jetzt auch noch daraus gelernt werden soll, gegenwartsorientiert, okay? Page der Kelche, Ass der Kelche. Das ist auch die Quelle. Es ist jetzt dein Herz. Es ist die Liebe. Und es ist jetzt auch die Entscheidung, sich hier auf jemanden einzulassen. Page der Kelche. Und gegenwärtig scheint jemand nicht viel zu bieten zu haben. Oder vielleicht hatte auch jemand in der Vergangenheit nicht viel zu bieten. Und vielleicht geht es jetzt auch mit der Gerechtigkeit auf den 5 Schwertern neu auf das, was in der Beziehung oder im Miteinander zusammen zur Geltung kommt, anstatt das, was die einzelnen Pole oder die einzelnen Energien so an sich zu bieten haben. Page der Kelche. Ich sehe, dass unter die Lupe genommen wird, was diese Beziehung wirklich gibt, was diese Beziehung wirklich nimmt und was diese Beziehung jetzt wirklich ist. Und hier möchte verstanden werden, ob neue Liebe, ob neues Vertrauen, die Gerechtigkeit, ob eine Lösung, ob das Zusammensein realisierbar ist. Ob das gewünscht ist, ist eindeutig klar, dass man sich hier wünscht, Heilung zu erfahren und auch mit jemandem zusammen zu heilen. Und jetzt ist vielleicht auch die Frage in der Beziehung, was das wirklich für die Beziehung bedeutet und ob das wirklich was für die Beziehung ist, so wie diese Beziehung hier angesehen oder gepriesen wird oder dieser Mensch. Die Beziehung. Vielleicht ist es auch die Beziehung zu der Situation oder die Beziehung zu der Wahrheit. Page der Kelche. Es geht vielleicht auch jetzt um Mühe und mit dem Page der Kelche ist es auch die Energie von all dem Neuen. Das Ass der Kelche zeigt mir schon mal gegenwärtsorientiert, dass die Liebe da ist und das ist ein schöner Baustein. Mit der Gerechtigkeit sehe ich auch so, dass die Gerechtigkeit da ist, also dass jetzt so Gerechtigkeit widerfährt. Gerechtigkeit ist auch eine Karte so für Karma. Und wenn etwas mit der Welt, anscheinend hat sich ein Zyklus beendet und jetzt ist auch so, es ist jetzt da. Das, was man lange wollte, auf eine Art mit dem Ass der Kelche, mit dem Page der Kelche, hier auch Fische-Energie jetzt, Waage-Energie, Wassermann-Energie. Und es scheint mir hier so, als wäre man noch klein auf eine Art. Und man wäre noch klein auf eine Art. Und jetzt ist der Punkt, bei dem auch jetzt gesehen wird, ob das Ganze jetzt im Gleichgewicht ist und ob es reicht, ja. Okay. Acht der Stäbe. Die Tipp-Energie, es ist jetzt die Kommunikation, es sind gute Nachrichten, okay? Und es ist jetzt die Reise. Acht der Stäbe, die Entschlossenheit, das Ziel, das du anfokussiert hast, die Vision, die du hast auf eine Art hier mit dem Acht, oder das, was du siehst auf eine Art.
Ach, der. Acht der Stäbe. Zeig mir die Acht der Stäbe jetzt. Du scheinst entschlossen zu sein und du scheinst gegenwärtig jetzt immer deutlicher Klarheit zu fassen in dir selbst und auch neu Akzeptanz zu spüren in dir mit der Situation und auch zu realisieren, in welche Richtung du jetzt deine Kraft wirklich lenken möchtest, okay? Mit den Acht der Stäben. Zeig mir die. Und hier ist deine Liebe. Und hier ist deine Unentschlossenheit, gegenwartsorientiert. Acht der Stäbe. Zeig mir die Acht der Stäbe. Und es ist die Wahrheit, okay? Das Ast der Schwerter. Die Wahrheit. Die Wahrheit nicht das, was du denkst, sondern die Wahrheit über das, in das du jetzt deine Kraft lenken möchtest und das du jetzt deine Kraft leiten möchtest. Das, von dem du überzeugt bist, das, von dem du so lange überzeugt warst. Das, was einfach Sinn ergibt. Acht der Stäbe. So, zeig mir die Acht der... Wow, das war schon... Oh. Neun der Kelche, vier der Münzen umgedreht. Okay, es ist Zeit, von etwas loszulassen. Die Sonne und es ist Zeit, diese Freude neu zu wählen. Wunscherfüllung, neu in der Kirche. Ich sehe hier für viele, dass es auf eine Art neu weitergeht und leicht weitergeht und dass diese Gerechtigkeit von dem auch von der Energie, dass man mit einer Sache noch klein war oder dass eine Sache noch klein ist, dass man etwas vielleicht noch zurückhält oder dass das Feuer viel zu groß war für die Kapazität so im Wasser, etwas so ins Gleichgewicht zu bringen, okay? Also falls es hier um eine Beziehung geht, sehe ich, dass ein Mensch sehr feurig ist und dass ein Mensch sehr wässrig ist. Und damit meine ich, dass ein Mensch sehr temperamentvoll ist, sehr leidenschaftlich ist, sehr viel so im Moment kreative Schöpferkraft hat und ein anderer Mensch wiederum sehr so way, so eher so ein bisschen geerdet ist, geerdet auf so eine Art in den Emotionen und in den Energien, die so im Alltag so durch die Welt fließen, so sehr empathisch ist, gefühlsvoll, mitfühlend, auch so stark in der Energie, so der Hingabe und der Empfängnis und so im Vertrauen und so hier ist so eine Energie, die ist so boom, 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 und die andere Energie ist so wadada. Okay? Und Acht der Stäbe Energie, ich sehe hier, dass in der Kraft von dem Ausgleich jetzt über das, was passiert ist und warum es passiert ist, okay, um ein Fundament hier wirklich aufzubauen, um ein Fundament hier wirklich jetzt aufzubauen. Das, was dich jetzt im Moment wirklich glücklich macht, das, was du dir für dein Leben allgemein erfüllen möchtest. Du scheinst hier von dem, was du erfahren hast, von dem, was dir widerfahren ist vielleicht auch, neu dich selbst zu wählen, vielleicht auch jetzt zu verstehen, was es bedeutet, dich selbst zu wählen. Ob das alleine passiert und wie das alleine passieren muss. Und jetzt hier auch deine ganze Kraft zu realisieren in dem, was du erschaffen möchtest. Und ich nehme jetzt auch noch sehr, sehr, sehr viel Trauer wahr. Mit der Sonne auch wieder. Die Neun der Kelche. Was mich glücklich macht, ist vielleicht nicht immer das Beste für mich. Und jetzt kommt auch neu zum Vorschein, was wirklich für dich das Beste ist. Neun der Kelche Energie. Vielleicht ist es ja auch so, in Anbetracht der Tatsachen jetzt, habe ich alles vor mir, um Erfüllung zu erfahren. Um Erfüllung ganz einfach jetzt zu erfahren. Und es ist jetzt so eine Sturheit auf eine Art, dass man nicht sehen möchte oder dass man vielleicht auch gar nicht sehen kann, dass jetzt alles da ist und dass es auch auf eine Art jetzt dazugehört, in der gegenwärtigen Situation immer noch jetzt zu verstehen, wie die Liebe hier geschätzt werden kann und auch wie eine Art
von Gleichgewicht jetzt in der eigenen Hand liegt und gleichzeitig, wie man sich jetzt auch neu darauf einlässt, hier das zu erfahren. Die Frage ist, die hatten wir auch vorhin schon, ob es jetzt genug ist. Ob es jetzt genug ist für die Beziehung, ob es jetzt genug ist für das Weitermachen, vielleicht auch, ob es genug ist für dieses neue, für dein neues Ich, dein neues Selbst. Denn mit der Sonne, auch wie wir hier neu auf den Zentrumspunkt zurückkommen, mit dem wir angefangen, die Situation, aus der du kommst, jetzt in der Energie neu zu sehen, wer du bist, was dich ausmacht, deine Taten, wie sie neu zeigen und darstellen, repräsentieren, wer du bist. Und jetzt auch im Einklang mit all dem, was du weißt, mit dem Gleichgewicht, was jetzt neu da ist, kann es auch jetzt die Gerechtigkeit, Vergebung auf eine Art, hier neu, dieses neue Du, vielleicht geht es darum, dir selbst zu vergeben auf eine Art und vielleicht geht es jetzt aber auch darum, dein neues Selbst und so wie du es gegenwärtig erschaffst oder es erschaffen hast und dabei bist, jetzt hier also hier ist irgendeine Lücke mit etwas, okay? Irgendetwas, das und ich glaube, es kommt ein bisschen zurück auf die Sturheit, dass hier noch ein Widerstand besteht und ich glaube, es hängt damit zusammen, hier noch etwas weiter vorüberziehen zu lassen und etwas mehr so Ruhe einkehren zu lassen. Okay. Ich ziehe jetzt Orakelkarten, okay. Was möchte ich jetzt noch erreichen in Bezug auf diese Situation? 9 der Kelche. Für dich ist alles möglich. Woran es gerade mangelt, ist die Sicherheit. Für einige vielleicht auch so im eigenen Kopf jetzt neu. Die Sicherheit der eigenen Perspektive. So, Orakelkarten. So, was möchtet ihr jetzt noch raus? Oh, hier wieder die Sonne, eine Karte der Sonne. Loving and trusting yourself, das ist das Herzchakra. Spiegelung, okay? Das Herzchakra, loving and trusting yourself. Löwe-Energie hier wieder. Stier-Energie. Instinctual Bliss, 2-6. Das ist das Sakralchakra. Das ist die Verbindung mit der Freude, das ist die Freude jetzt zu wählen und das ist auch die Bereitschaft jetzt von einer Sache loszulassen oder sich neu einzulassen. Hier sind noch so zwei Aspekte, so zwei Komponenten mit dem Page der Kelche und mit den 4 der Münzen. 4 der Münzen umgedreht von dem, dass man etwas vielleicht lange zurückgehalten hat, weil man es nicht besser wusste, okay? Etwas, das hier so gehandhabt wurde, zum besten Willen, zum besten Wissen, mit der Sonne. Die Absichten sind an sich rein, aber auch egal, so wie hell eine Sonne scheint oder wie rein eine Sache an sich ist, sie kann trotzdem immer noch so etwas verbrennen. Und hier scheint mit dem Page der Kelche und den 4 der Münzen umgedreht etwas gefehlt zu haben in Bezug auf die Sicherheit und das Vertrauen zu sich selbst. Und es ist etwas Neues, Erfahrenes. Und ich glaube, hier ist ein kleiner Blick wie durch ein Fenster oder wie durch ein Teleskop oder durch ein Mikroskop gesehen wurden, wie dass man jetzt durch etwas durchblicken kann. Und dadurch ist so der Fokus genau nur darauf geworden und deswegen ist jetzt, glaube ich, auch die Vogelperspektive auf eine neue Art so wichtig, okay? Also auch die Absichten hinter einer Situation. So, noch eine Karte hier bitte. Was möchte ich jetzt noch hier für dich sich bemerkbar machen? Die 1-Energie. Okay, Widder-Energie, Sonnenenergie wieder, das Kronenchakra, the fire of desire, okay? 1. So, Drachenkraft, Wiedergeburt. Ich nehme jetzt auch so viel, jetzt ist alles bereit, um
neu gestartet und neu erschaffen zu werden. Was ich jetzt gerade auch im Sinn habe, ist so wie so ein Probemonat oder wie so ein, okay, nimm jetzt dieses Angebot und du hast einen Monat gratis auf eine Art. Und hier ist so, hier ist eine Sache ist abgelaufen, auch mit der Welt, so das, was man eigentlich wollte, das, was man sich gewünscht hat, die Konfrontation, etwas ist abgelaufen und jetzt ist man neu mit dem konfrontiert, was wirklich ist. Und da ist jetzt der wichtigste Punkt, sich jetzt neu selbst zu vertrauen, sich jetzt neu selbst der Veränderung in sich selbst hinzugeben und auch wirklich zu widmen, die Hingabe jetzt für sich selbst, für das Herz jetzt auch neuen Raum zu schaffen, neu jetzt auch hier etwas einfließen zu lassen, vielleicht von dem Wissen, das man über die Situation jetzt neu hat und das jetzt auch anwenden und hier sich neues Bewusstsein zu erlauben, das was erlaubt ist, das was verboten ist, wo die Grenzen sind und hier auch neu zuzuhören und auch sich mitzuteilen mit der neuen Erkenntnis darüber, was neu das eigene Bedürfnis wirklich aus der Situation ist, um hier diese Lösung zu finden und dieses neue Fundament der Sicherheit zu schaffen, im Einklang mit dem, was du für dich selbst dir wünschst und wo vielleicht so lange Sturheit geherrscht hat und jetzt neu auch so, dass zweimal die Sonne die Energie von dem, was vielleicht verborgen ist, jetzt neu ans Licht lassen und auch das in dir selbst jetzt mit diesem Menschen zu aktivieren. Okay? Es geht auf eine Art um irgendeine Aktivierung jetzt auch. Gegenwartsorientiert. Vielleicht auch das Gute von dem Schlechten wirklich zu unterscheiden. Für dich selbst. Okay. Danke fürs Einschalten und Dankeschön für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du schaltest nächstes Mal auch wieder ein und wir sehen uns. Namaste.